Die Numero 55 ist heute dran. Und die nächste Nummer wird dann 56 sein. Das ist dann deine Sache. Danke für den Hinweis. Ich begrüße alle Zuschauerinnen und alle Zuschauer, die sich wieder informieren wollen, was wir Neues ausgegraben haben. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ja, das hoffe ich auch. Ich begrüße Sie natürlich auch ganz, ganz herzlich. Dieses Mal haben wir mal wieder so Open-Source-Programme mitgebracht. Wollen mal gucken, wie die laufen. Und da gibt es ganz, ganz tolle Dinge da. Wirklich zu begeistern. Dann haben wir noch etwas. Ja, ich finde das sowieso mit Open-Source. Warum wird das nicht öfter an den Schulen verwandt? Es wird ja zum Teil gemacht, aber das Problem ist, und das hören wir immer wieder, wenn wir mit Leuten aus Schulen sprechen, die Betriebe, die sagen, wenn dann die Schüler zu uns oder die Auszubildenden zu uns kommen und die können nicht mit Windows-Produkten oder mit Microsoft-Produkten umgehen, dann nützt das nichts. Also da ist die Welt noch ein bisschen vernagelt, dass man eine Textverarbeitung als grundsätzliche Funktionalität sieht und nur individuell Unterschiede, wie bei einem Auto. Sonst könnte ich ja niemals von einem BMW auf einen VW oder irgendwas anders umsteigen. Das hat sich hier leider noch nicht durchgesetzt. Ja, und dann jammert man aber oft, dass man die teuren Lizenzen nicht bezahlen kann und dass man dann nichts machen kann. Die Welt ist eben so. Die Welt ist so, aber ich habe auch eine Menge Open-Source-Programme und vor allen Dingen auch so schöne kleine portable Open-Source-Programme, die man schön auf den Stick drauf machen kann, mitnehmen kann. Und mit diesem Safe-Stick, den wir ja auch angeboten haben, das ist eigentlich eine gute Sache. Finde ich auch. Das ist eine sehr gute Sache. Ich habe meine Mails da drauf. Die hole ich, wenn ich einen Rechner wechsle, einfach Stick rein, Mail drauf. So habe ich also immer die Mails mit dabei. Ja, du müsstest deine Mails nur öfter mal lesen, denn da hapert es manchmal ein bisschen damit. Ich habe gestern Abend bin ich dem web.de Club beigetreten. Das kostet 5 € im Monat. Und da habe ich jetzt unbegrenzte Speicherfähigkeiten. Ja, das hilft aber nicht, wenn du es nicht liest. Nein, das war ja manchmal, sind die bei mir auch gar nicht angekommen, weil mein Ding wieder voll war. Ich habe es immer gesehen. Ich hatte ja nur 12 Megabyte. Das war also schon ein bisschen zu sparsam. Habe versucht, auf andere auszuweichen. Ich war dann bei Unity Media. Die haben aber nur 100 Megabyte. Dasselbe Problem, nachdem ich dann von web.de die rübergezogen habe zu Unity Media. Also soll ich die wieder auf web.de schicken jetzt? Ja, jetzt habe ich da ich schreibe unendlich viel. Unendlich viel? Ja. Gut, ja. Dann schicke ich dir unendlich viel. Wir haben noch ein Thema. Sollten wir vielleicht noch mal ansprechen. Große Bilder von Computertomographen zum Beispiel. Wie man die auch auf kleinen Geräten darstellen kann. Auf sowas. Ja, ja. Zum Beispiel auf dem iPhone. Das war faszinierend. Da fährt man einfach drüber mit dem Finger. Und dann dreht sich das Ganze in 3D. Und so. Filmbeitrag und, oder mitgebracht. Oder iPad und so weiter. Also für die Ärzte, die natürlich das nicht mit dem WLAN machen können und dürfen. Im Krankenhaus, wenn das eigene Telefon verboten ist. Und dann ein WLAN zu legen, wäre wahrscheinlich auch nicht so ganz geschickt. Sondern die müssen in ihrem Ärztezimmer sich dann hinsetzen und müssen das dann überspielen auf diese Geräte, können dann zum Patienten gehen und können ihm das zeigen, was mit ihm so geschehen ist. Wir waren ja auf der CeBIT auch dieses Jahr wieder. Wir sind ja gerade frisch zurückgekehrt, vergangene Woche Samstag, du am Sonntag. Und da gibt es, glaube ich, ein paar Sachen zu erzählen. Aber du wolltest, glaube ich, so eine Seite aufrufen. Eigentlich wollte ich mal so erzählen, weil wir waren ja jetzt bei der 26. CeBIT. Ich wollte eigentlich noch was sagen, wenn du darüber gehst, aber ist ja egal. Ach so. Ja. Also okay, wir hatten die 26. CeBIT. Und wir können sagen, dass wir beide 26 CeBITen mitgemacht haben. Wie heißt das? CeBITen oder CeBITen? Manchmal war es aber auch CeBITer. Ja, es war bitter. Und es war am Anfang etwas ganz, ganz anderes, als es jetzt zum Beispiel ist, die CeBIT. Auch die Arbeitsmethoden, um Sendungen zu bereiten, war 86 viel, viel komplizierter. Ah ja, wir haben vorher jede Menge Papier bekommen und haben quasi die ganzen Pressemitteilungen im Papier und die mussten gelesen werden, mitgenommen werden und so weiter. Lass uns da erstmal erzählen, wie das eigentlich anfing mit der CeBIT. Das heißt, vorher gab es nur die Hannover Messe, das was heute Industriemesse ist. Und diese Hannover Messe, da kamen immer mehr Computer, da kamen Scanner und lauter so Sachen und PCs und so. Das hat man versucht, alles in die Halle 1 reinzustellen. Ganz genau, vorne am Eingang Nord ist das. Diese
Halle. Ich glaube, die ist gar nicht mehr in Betrieb. Nee, seit 2 Jahren. Und die hat man dann CeBIT genannt, die Halle. Du wolltest was Zentrum, sagen? Zentrum für Büro- und Informationstechnik. Genau, und da drin, da steckten zum Beispiel auch Möbel. Das heißt also Schreibtische, Stühle, irgendwas Bequemes, um die Füße hochzulegen. Und dann zum Teil noch diese Rechenmaschinen. Diese Rechenmaschinen da von Brunswick oder von, wer die da gebaut hat. Ja, so war es vor 26 Jahren. So hat es angefangen und mittlerweile, das wissen die meisten ja selbst. Es waren aber auch schon ein paar Monitore da. Vor 26 Jahren. Und aber noch keine Flachbildmonitore. Nee, die sind ja viel später gekommen. Und man konnte auch nicht im Internet, wie das jetzt möglich ist, zum Beispiel bei Intel einfach mal nachsehen und gucken, wie sehen denn die Prozessoren aus, was können denn diese Prozessoren? Genau. Was ist denn jetzt ganz modern? Das macht man nämlich am besten im Internet. Da könnte man jetzt noch viel tiefer reingehen. Ja, man kann sich sogar die Strukturen ansehen, und so weiter. Das ist ja kein Messethema mehr. Was soll ich mir sowas, was ich zu Hause viel besser oder im Büro ansehen kann, auf der Messe ansehen? Das heißt also, die Themen ändern sich ja auch. Und heute hat die Messe natürlich den Charakter verändert. Man geht heute nach Hannover, um was zu erleben. Nicht nur, um sich zu informieren, sondern man will auch dabei sein. Man will auch mit dem Strom durch die Hallen durchgehen. Ja, und der persönliche Kontakt. Ja, der persönliche Kontakt. Man will da Leute treffen und man will Gleichgesinnte beobachten, was die da so machen. Und man will zum Teil auch Tüten sammeln. Die gibt es auch immer wieder. Ja. Und die besorgen sich einmal so eine riesengroße Tüte. Und da stecken sie andere Tüten hinterher da rein, bis das so dick geworden ist. Und dann, was machen die damit? Schmeißen die an der Straßenbahnhaltestelle wieder abstellen und nach Hause fahren. Also ja, Hauptsache, man hat gesammelt. Also ich verstehe das wirklich. Ich verstehe das nicht, was die da machen zum Teil. Und ja, aber diese Messe selbst, die wird ja nie mehr so groß werden, wie sie mal war. Wir haben so um die 4.500 Besucher gehabt. Und Aussteller. Aussteller. Und es waren mal 8.200 Aussteller. Ja, also fast das Doppelte. Zur Jahrtausendwende so ungefähr war das. Ja. So, und dahin wird die Messe eigentlich nie mehr kommen. Kann sie auch gar nicht, weil die Themen, die haben sich ja so irgendwo vergleichbar gemacht und dennoch aufgeteilt. Mhm. Ja, Barcelona frisst alles weg, was mit Mobilfunk zu tun hat. Genau. Die ganzen Hobbyanwendungen, die waren erst in Leipzig, dann sind sie nach Köln und jetzt sind sie irgendwo zerfallen. Die Hobbytronik ist auch eingestampft, die soll aber wieder kommen, glaube ich. Ne? Die IFA in Berlin frisst auch eine ganze Menge weg. Die das stellt heißt, auch Waschmaschinen noch hin und die wissen auch nicht mehr, was sie da alles ausstellen. Aber die CeBIT geht so auf eine Richtung, eine Spezialmesse zu, die eigentlich nur noch für Professionelle. Man spricht ja auch von den 4 Säulen in diesem Jahr. Also es war dann, die Cloud war dann viel diskutiert, obwohl das Thema ja auch schon mal vor 10 Jahren schon mal da war. Also es hieß der Netzcomputer. Mhm. Da hat Sun sowas rausgebracht. Ja. Wir standen da und haben eigentlich den Kopf geschüttelt und sagten, das wollen wir doch eigentlich gar nicht. Ja, das Problem ist heute noch so. Ja, wir wollen doch gar nicht, dass unsere Briefe beim IBM Rechenzentrum liegen oder irgendwo anders liegen. Aber jetzt denken wir da jetzt anders schon drüber. Also ich meine, einige sind wieder zurückgesprungen, die auf dem Wege zur Wolke waren, zur Cloud waren, als dann die Sache mit WikiLeaks passiert ist, mit Amazon. Ja, die Geschichte mit der Cloud ist noch nicht so vollständig entwickelt. Da muss ich noch einiges in Sachen Sicherheit tun, einiges in Sachen Performance tun. Auch rechtlich ist die Sache noch gar nicht so in trockenen Tüchern, wie man uns das weismachen will. Aber sie wird kommen. Was mache ich denn nun, wenn ich mir den Platz miete bei einem Provider, meinen Datenplatz miete und der gibt die Daten alle irgendwo ins Ausland, weil es da billiger zu betreiben ist, das Rechenzentrum. Was gilt denn da für eine juristische Betrachtung? Weiß keiner so genau. Deutsches Recht oder Kasachstan-Recht oder spanisches Recht? Kannst dir nicht sagen. Wohin geht die CeBIT? Also dieses Jahr, erstmal mein Eindruck war positiv. Ja, es hat sich wieder mehr Dynamik, bekrabbelt. Mehr Lust, mehr Spaß, mehr Besucher, ein paar mehr Aussteller als vergangenes Jahr. 200, aber insgesamt war es doch, man merkt so den Aufschwung auch auf der CeBIT. Wird es so weitergehen? Was ist deine Meinung? Ich glaube ja, auch wenn wahrscheinlich sich das noch ein bisschen mehr spezialisieren wird. Also ich meine, das meiste kann man wirklich im Internet schon lesen, aber es muss eine Eventmesse werden. Mhm.
eine Eventmesse. Das wird es auch werden. Ja, das denke ich auch. Jetzt haben wir am Anfang schon über diese CT-Bilder gesprochen. Jetzt sollten wir uns mal den Film ansehen, der auf der CeBIT mitgebracht entstanden ist. CeBIT 2011, wir sind hier am Stand vom DFKI, also vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Bei mir ist Georg Tann, er ist Doktorand, Sie sind Medienwissenschaftler. Ja, Computergrafiker und genau. Ja. Ich habe Medieninformatik studiert. Ja. Machen jetzt Ihre Promotion genau. auf dem Gebiet Gigapixel Visualization, oder das ist ein Teilgebiet? Genau, das ist jetzt ein Kerngebiet von dem Ganzen. Mhm. Wir sehen dort Medizindaten, die sind entstanden durch ein CT. Genau, also in dem Fall haben wir CT-Daten vom tatsächlichen Menschen, also einem Patienten. Und wie viel sind das? Was ist so ein Mensch, so ein Skelett? So. Es sind jetzt relativ wenige Daten, also das ist ein relativ kleiner Datensatz, das sind wenige Gigabyte. Mit der Software können wir aber auch sehr große Datensätze verarbeiten, die bis mehrere Terabyte groß sein können. So, und jetzt können Sie dem ganzen Bild auch ein bisschen Leben einhauchen und können das ein bisschen bewegen. Die Qualität, also wenn ich interagiere, nimmt die Qualität dann erstmal ab, damit wir die Interaktivität gewährleisten können. Dann wird nachgeladen. Genau, und jetzt, jetzt lädt er quasi die hohe Qualität nach, wenn ich aufhöre zu interagieren. Ich kann jetzt hier nah rangehen und man sieht dann, dass die Auflösung dann auch recht hoch ist. Und jetzt hatten wir eben ein Bild gesehen, da lag das Skelett ganz da. Genau. Kann man das nochmal zurückholen? Klar, ja, also. Ja, ja. Also jemand, der sich für diesen Datensatz interessiert, der kann halt beliebig hergehen und bestimmte Dinge hineinzoomen oder hervorheben. Wer schaut sich jetzt diesen Datensatz an? Was ist das für ein Arzt? Ja, also in dem Fall hätten wir jetzt medizinische Daten. Also was für ein Arzt genau in diesem Datensatz jetzt interessiert wäre, weiß ich nicht, aber... Naja, er könnte suchen nach Fehlstellungen oder sowas. Ich könnte mal einen anderen Datensatz laden, da sieht man das etwas besser. Also in dem Fall zum Beispiel haben wir einen anderen Datensatz. Und wenn ich jetzt mal hier reingehe, ich kann das, sieht man hier oben, also was wir bei diesem Patienten gemacht haben, wäre zum Beispiel eine Substanz in die Blutgefäße gegeben. Das kann man hier oben sehen. Und was sie interessiert hat, ist quasi, wie sich diese Substanz verteilt im Körper. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein Fall war, um welche Substanz sich da gehandelt hat, aber das wäre jetzt ein Beispiel zum Beispiel. Ja, Ihnen geht es ja auch mehr um die Datentechnik dazu, dass man diese Datentechnik, wo ein heutiger behandelnder Arzt sehr viel daraus lesen kann, dass er diese Bilder nicht nur irgendwo im Rechenzentrum zu sehen bekommt, sondern dass er die auch dezentral benutzen kann. Exakt, also den Rechner, den wir jetzt hierfür benutzen, das ist ein Standardrechner, also den könnte jeder zu Hause haben. Wir brauchen dafür jetzt nicht ein Rechenlabor oder einen Rechencluster. Das heißt, jedermann ist dazu in der Lage, diese Datensätze zu visualisieren. So, nun nimmt man keinen Desktop-Rechner mit ins Krankenzimmer, sondern man möchte das schön portabel haben, das Ganze. Und da haben Sie sich auch überlegt, wie kriege ich diese Datenmenge auf ein iPad, auf ein iPod. Genau, also das ist ein weiteres Projekt. Also wir haben jetzt quasi von dieser Software eine mobile Version entwickelt, die derzeit auf dem iPod oder iPhone oder am iPad läuft. Also das ist ein iPad und ich gehe mit dem Finger darüber und wir können alle Richtungen einstellen. Wir könnten natürlich da auch noch ein feiner aufgelöstes Bild reinlegen. Exakt. Also was passiert, wenn wir können Datensätze von der Version, die aus dem Desktop läuft, die wir eben gesehen haben, exportieren. Da die Datensätze sehr groß sein können, werden die entsprechend runtergerechnet, damit die auf das iPad oder iPod passen und können die dann dort visualisieren. Da haben wir jetzt ein iPod mit einer Hand. Also das geht relativ schnell, wie man sieht. Da habe ich das Ganze verstellt. Na, wir haben es ja gesehen. Man könnte das ja auch übers Netz, übers WLAN schicken, aber ich glaube, da spricht was dagegen. Ja, also in dem Fall werden die Daten wirklich lokal auf dem iPod und iPad gerendert. Das heißt, man ist nicht mehr auf dem WLAN angewiesen, was möglicherweise, wenn man das zum Beispiel im Krankenhaus nutzen wollte, um medizinische Daten zu visualisieren, direkt am Krankenbett, da ist es nicht unbedingt gewünscht, dass man jetzt das WLAN benutzt, weil es möglicherweise Geräte stören könnte. Das heißt, diese Software ist nicht auf einen Server angewiesen, wo die Daten gerendert werden und
dann einfach nur das Resultat an das iPod geschickt wird, sondern es wird wirklich lokal gerendert und ist auf kein Netzwerk angewiesen. In meisten Krankenhäusern ist ja auch das 3G verboten, das UMTS verboten und das Handy überhaupt verboten. Da kann man dann nicht anfangen und sagen, aber WLAN machen wir jetzt, wir strahlen jetzt in die Krankenzimmer rein. Also dezentral draufladen, gucken, ans Krankenbett gehen und dabei haben, klein oder mittelgroß. Und das ist schon ein großer Fortschritt. Wie weit sind Sie denn eigentlich jetzt mit dieser Arbeit, mit der Visualisierung? Ja, so die von den Algorithmen her haben wir das eigentlich mittlerweile alles implementiert. Wir sind jetzt noch dabei, das zu testen, Szenarien zu testen, die Sinn machen. Also wirklich zum Beispiel jetzt im Krankenhaus-Szenario. Wie können wir zum Beispiel die Daten auf einfache Art und Weise jetzt exportieren und auf solche Geräte schicken, dass ein Arzt zum Beispiel sich nicht mit der Software groß auskennen muss, sondern einfach, sagen wir mal, auf Knopfdruck einen Datensatz empfangen kann, ohne dass er jetzt irgendwo hingehen muss und bestimmte Einstellungen am Programm vornehmen muss. Also kann der Zuschauer zu Hause was damit anfangen? Kann der sich was runterladen? Das ist ja oft der Fall bei euch in Saarbrücken, dass man auch zu Hause sich... Also, was ist das für eine Software? Kann ich so ein Skelett sehen da? Genau, also diese Software ist Open Source, die ist frei verfügbar. Die heißt ImageWiz 3D. Das heißt, jedermann kann sich das downloaden und es gibt auch Datensätze, die man sich downloaden kann. Und jedermann kann auf seinem Desktop zu Hause im Grunde dasselbe sehen, was wir eben gesehen haben. Keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Wann sind Sie soweit? Wann sind Sie fertig mit der Doktorarbeit? Ja, ich stehe noch ziemlich am Anfang. Also das wird schon noch ein paar Jahre dauern. Werden keine 7 Jahre, oder? Nee, ich will es nicht hoffen. Vielen Dank. Das, was ich hier in der Hand habe, das ist jetzt auch eine Open-Source-CD. Ich habe es am Anfang der Sendung schon mal gezeigt. DVD. Ja, DVD. Jawohl, Herr Heinz. Hallo. Grüß dich, Heinz. Die hast du gestern Abend mal selbst bedruckt, weil die kann man so gar nicht kaufen. Warum nicht? Das ist eine, die kann man downloaden, runterladen, ein ISO-Image runterladen, kann sich selber auf DVD brennen und hat dann 450 Programme ungefähr, Open-Source-Programme. Mit einer Beschreibung dabei, mit einer Bewertung dabei. Wenn wir hier mal auf den Rechner umschalten, nur wenn ich das richtig mache. Im Moment sehen wir nur einen weißen Bildschirm mit einer Karte. Dann sieht man jetzt hier zum Beispiel die Beschreibung eines Programms. Die nutzen wir auch dann hinterher, wenn wir die Programme nehmen. Das ist der Christian Trabi, der macht das. Der stellt die zusammen, der bewertet die, der schaut die sich an. Ganz aus dem Süden von Deutschland? Ja, in Mühlhausen. Mhm. Okay, auch schön die Ecke. Ja, das meine ich doch, ja. Ja. Das heißt, der stellt das auch ins Internet? Der stellt die zusammen, stellt die ins Internet. Die werden verteilt über die Universitäten, über die FTP- und HTTP-Server. Und was er auch noch macht, er bietet 6 verschiedene Versionen als Kauf-DVD an. Da lässt er sich seine Dienstleistung bezahlen und stellt dann spezielle Programme für Routing zusammen, für Games zusammen, speziell für Firmen, also Business-Applikationen zusammen oder so Buchhaltungsprogramme und sowas drin sind. Kann jeder selbst ansehen. Kannst du die URL mal sagen, wo man das findet? Das ist die Open Source. Source-dvd.de. Schreiben wir natürlich auch auf die Webseite drauf, das erklären wir aber so ein bisschen. Aber für die ganz schnell was haben wollen. Also opensource-dvd.de. Rein in die Open Source. Rein in die Open Source. Was wir heute machen, wir haben 3 kleine Programme mitgebracht, wenn wir dazu kommen. Und zwar wollen wir heute mal ins Weltall. Mhm. Also erstmal schauen wir mal vom Weltall auf die Erde. Das hier ist zum Beispiel eine Ansicht, das ist... Da kann man auch reinzoomen. Ich habe jetzt hier, jetzt ist Istanbul, ich wollte an sich Düsseldorf in der Mitte haben. Man kann große Städte suchen. Man sieht hier, wie auf jedem Atlas, man kann es sogar auf dem Bildschirm halbwegs sehen, Städte. Mhm. Jetzt kann ich sagen, wenn man hier auf der rechten Seite mal guckt, ich möchte anders. Ich möchte gerne ein Satellitenbild haben. So sähe das von oben aus. Das ist nicht so gut wie Google Earth, aber es ist schon mal ein Eindruck. Dann haben die etwas sehr Schönes, die haben OpenStreetMap drin. Mhm. Das heißt, ich hänge jetzt hier mit dem Rechner, hier über unser Drahtlos-Ding, das wir immer nehmen, im Internet drin und er lädt dynamisch die Karten nach. Und wenn wir dann irgendwo näher reingehen, wo sind wir jetzt gerade hier gelandet? Bad Marienburg, Altenkirchen. Okay, das ist bei mir in der Ecke. War mir klar. Da wollte man sich gar nicht hin. Ja. Möchte ich schon hin, aber wir müssen ja hier in Düsseldorf arbeiten. Ich könnte natürlich auch mir Düsseldorf suchen, aber ich habe dann, wenn ich näher reinfahre, kriege ich dann auch eine Kartendaten, habe also eine interaktive Karte. Mhm. Dann gibt es da noch Ansichten wie zum Beispiel eine historische Karte von 1600 irgendwas. Ja, die sieht ja toll aus. Ja, ne? Mhm. Das ist also jetzt hier England, Deutschland, wunderschön. Es gibt noch Temperaturverteilungen.
Das wäre die Temperatur im Temperaturverteilung im Dezember vergangenen Jahres. Das ist statistisch über längere Zeit. Ah ja. Und das wäre eine Temperaturverteilung im Juli, also in Süddeutschland. Also ein wunderschönes Programm zum Spielen. Mhm. Da kann man die Erde denn machen. Das ist also ein interaktiver Globus. Nochmal, wie heißt es? Das heißt Marble. Marble. Hast du noch gar nicht gesagt, aber jetzt wissen wir es. So, ja. Es ist also Open Source Es ist Freeware, es läuft auf Windows, wie hier in dem Falle, und es läuft auf Linux natürlich. Na, du denkst also ja an mich. Alles, was wir heute dabei haben, läuft auf beiden Plattformen. Gut. Bloß wir haben jetzt nur den Kleinen hier dabei, ich wollte nicht so schwer tragen, ich bin ja auch ein älterer Herr. Genau, was haben wir denn noch dabei? Ich möchte gerne mal ein, na, erst wenn ich es finde, da. Das ist jetzt Garching. Und zwar? Das ist ein Rapsfeld. Ja, wenn man jetzt hier vorne rüberschaut, das ist so eine Panoramaaufnahme. Ach so, ja, gut. Sterne. Okay. Das ist ein Programm, mit dem kann man sich Sternbilder ansehen. Mhm. Hier sieht man jetzt natürlich erstmal nichts, weil es Tag ist. Also lasse ich die Zeit einfach mal weiter vorlaufen. Das kann man hier einstellen. Kann man dann auch Datum und so weiter einstellen? Ja, das Datum kann man einstellen. Ups, da sieht man, jetzt ist zum Beispiel Nacht. Ja. Garching ist dunkel, man sieht hier Sterne. Wenn man da drauf geht, kriegt man auch eine Information, welcher Stern das ist. Das kann man auf dem Bildschirm wahrscheinlich nicht sehen. Ja, aber oben links ist der Schedier AKAS HIP 3179, den kennt jeder. Das merke ich mir. Gut, dann kann man sagen, okay, ich möchte ganz gerne mal die Sternbilder sehen. Ja. Da müsste man jetzt so Linien sehen, die da verteilt sind. Jetzt ist schwierig zu erkennen. Ja, jetzt bin ich natürlich ein absoluter Analphabet, was das betrifft. Deswegen lasse ich mir direkt die Namen mit dabei machen. Mhm. Also wir haben hier die Cassiopeia, wir haben hier Andromeda, Dreieck, den Widder und was weiß ich, was wir hier sonst noch alles haben. Hier haben wir den Orion, den würde ich sogar erkennen, wegen der drei Gürtelsterne. Hinter diesen Begriffen liegt ja eine Vorstellung, die Leute sich mal gemacht haben. Und die kann man sich auch einblenden lassen. Und das finde ich besonders schön. Da sieht man denn den Stier, sieht den Orion, man sieht das Einhorn, man sieht den großen Hund, Hase und was immer ist. Man kann... So kann man die vielleicht auch lernen, die Sternbilder, wenn man so diese Verbindung hat. Und was ich jetzt mache, gehe ich einmal rum. So, jetzt guck mal wieder Richtung Norden. Und dann kann man das laufen lassen. Da kann man auch sehen, ich bin jetzt sehr schnell. Da kann man sehen, wie die Sternbilder sich am Himmel drehen. Mhm. Das heißt, wie die Erde sich dreht und sich dann der Blick darauf verändert. Die Erde ist, früher hieß ja mal, die Erde ist unbeweglich. Und wenn man das hier so blinken sieht, dann denkt man an die Verfilmung der Time Machine. Mhm. Also ja, toll. Das heißt, kann ich auch zurückgehen in das Jahr 1? Ja, natürlich. Oder ja, natürlich. So? Moment, ich muss blinken erstmal anhalten. musst du jetzt nicht machen. Nein, wir haben hier eine Eingabe, wenn wir mal auf den Bildschirm schauen. Da kann man sagen, wo möchtest du hin? Das Jahr 1? Ja, wenn denn das... Oh, 1 geht, ja. 1 geht. So. Ja. Und dann wäre Garching im Jahre 1, hätte der Himmel so ausgesehen. Mhm. Irre. Also, ganz tolles Teil zum Spielen und auch zum Lernen, auch für Kinder und Jugendliche, da, um so ein Verhältnis zu bekommen, was passiert da. Ja. Das dauert jetzt zu lang, um das abzuarbeiten. Du hast noch was dabei. ich habe noch ein kleines Programm. Also, wie heißt das nochmal? Das heißt, wo steht denn das? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Aber wir sagen es gleich. Wir sagen es gleich nochmal. Den Zettel hast du nämlich. Ah ja, den Zettel habe ich nämlich. Ja. Gut, ich gucke nach und du startest das nächste Programm schon. Wir sind jetzt wieder am Himmel. Und zwar... Stellarium. Heißt es. Oh, jetzt kommt Celestria. Jetzt kommt das Celestria. Das ist ein Weltraumsimulator. Wir sind jetzt irgendwo im Weltraum. Mhm. Und wenn man jetzt auf den Bildschirm guckt, sieht man so ganz klein blaue Schrift. Da steht dann hier Merkur, Venus, Erde, Mars, Saturn. Nehmen wir uns nochmal die Erde. Wenn wir hier mit der rechten Maustaste draufklicken, Erde, kriegen wir oben links wieder eine Information, was die Erde ist. Die Erde ist also hat einen Radius von 6.378,1 Kilometer. Man muss mal gucken, wie rum man misst. Genau, ja. Und man kann auch sagen, ich möchte gerne zur Erde gehen. Fliegen wahrscheinlich. Go to steht ja. Ah ja. Also gehe hier zu. Man sieht auch hier die Erde und sieht das umgebende Sternbild. Auch hier kann ich jetzt hergehen und kann den Himmel an der Erde vorbeifliegen lassen. Dann sieht man auch... Das ist ein bisschen sehr schnell.
Da sieht man auch Satelliten, die vorbeikommen, also die ISS, den Hubble sieht man. Mhm. Man sieht den Sternenwolken vorbeigehen und man sieht auch die Beleuchtung der Erde, wenn man von einem neutralen Standpunkt aus gucken würde. Oder wenn man es ganz schnell machen will. Mhm. Es sind alles drei wunderschöne Spielprogramme, mit denen man sich ein bisschen... Wie weit geht denn das? Jetzt kann ich da jetzt, was weiß ich, du hast vorhin Andromeda gesagt, ja, oder so. Da kann man auch hinfliegen. Ah ja? Ich muss ja erstmal wieder anhalten. Wollen vielleicht nicht ganz so weit gehen. Es gibt hier zum Beispiel interessante Ziele, kann man sagen. Ne? Dann sagt man, ich möchte gerne zum Pluto. Okay. Sag, gehe zu, dann zoomt er an den Pluto ran. Er sucht ihn. Der hat ihn irgendwo. Ah, da ist er, ja. Und dann kann man auch dann näher rangehen. Okay, die ist nicht sehr detailliert, die Karte, war ja noch keiner da, um das Ding genau zu kartografieren. Man kann dann auch da die Zeit weiterlaufen lassen, wie Pluto sich dreht, wie die Anmutung ist und wie denn der Himmel dahinter wäre. Dann haben wir, was haben wir denn vielleicht sonst noch? Guck mal, was in der Liste ist. Ja, man kann auch Ziele eingeben und kann sie sich merken, wenn man das öfter sehen selbst, will. Ja. So, mal sehen, ob irgendwas Entferntes haben. Vielleicht wollen wir die ganze Milchstraße mal sehen. Gut. Jetzt fliegen wir aus unserer Galaxis raus, sehen die Milchstraße. Das ist, die ist nicht sehr hell, ist also auch leider nicht sehr gut zu sehen. Man sieht sie nur als Schatten drauflaufen. Das sind alles drei schöne Programme. Das kann man sich ja im Himmel ansehen. Aber ganz schöne drei toll. Programme, die laufen hier auf so einem Netbook, der also nicht viel Leistung hat, recht dynamisch, laufen auf Linux genauso gut, sind frei und sind schön zu spielen. Tolle Auswahl, schönen Dank, Heinz. Aber wir sind schon wieder fast am Ende der Sendung. Oder siehst du das anders? Nee, aber mal gucken, ob eine Kamera das hier kriegt. Ich habe hier auch, geh mal weg da. Boah, das ist aber fürchterlich verschmiert. Auch ich habe den Himmel hier im iPhone drin, kann den hin und her bewegen. Also ich habe schon gedacht, ich wäre der Einzige, der sowas hätte. Jetzt kommt er an und sagt, das ist Open Source, aber das ist auch kostenlos. Das ist die App fürs iPhone. Na ja. Ist eigentlich ganz toll, da mal in den Himmel reinzugucken mit diesen Hilfsmitteln. Na, man muss sich aber jetzt ja nicht darauf vorbereiten. Also. Wie jetzt noch nicht darauf vorbereiten? Ja, dass man in den Himmel gucken will. Ach so. Ja. Ich dachte, irgendwas. Gut, wir sind eigentlich so ziemlich am Ende der Sendung angekommen. Wir sollten noch einmal darauf hinweisen, dass es bei uns im Shop eine ganze Menge interessanter Sachen gibt. Ich habe auf der Cebit viele Leute gesehen, die sind mit unseren Hemden da rumgelaufen und so. Ja, auch, ja. Und die haben ihre Taschen gehabt. Ich habe sogar so einen Button gesehen mit unseren Gesichtern drauf. Ja, von Nobby, der hat die selbst gemacht. Ja, ja, das war, ja, hat er schon vergangenes Jahr gehabt. Also, es war schon ganz toll. Wir haben eine Menge Leute gesehen, eine Menge Leute getroffen auf der Cebit. Und es war für mich mal wieder ein positives Erlebnis. Ja? Ja, doch, für dich nicht? Doch, doch. Vor allen Dingen müssen wir auch sagen, dass wir am Stand gut behandelt wurden. Also, wir hatten das Beste zum Essen. Mit einer Sterneköchin, die jeden Tag nach einem Land gekocht hat. Das war aber ein Koch da oben. Der hat mich betreut. Ja? Ja. Ja, es war vor allen Dingen eine Köchin da. Ah ja. Ja, und dann auch Dank an den Alkoholphilosophen am Stand. Udo hat wieder Alkohol herbeigezaubert, vom schwarzen Wodka über grünen Whisky. Und also, es waren Marken dabei, die habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Ein kulinarisches Erlebnis. Ja. Sowohl alkoholisiert wie auch ohne. Aber besoffen waren wir gar nicht. Nein, nein. Und wir waren früh zu Hause und das hat sich am nächsten Morgen dann als äußerst positiv herausgestellt. Denn wir waren fast die Einzigen, die mit normaler Stimme am Stand erschienen sind an einigen Tagen. Ansonsten waren die Stimmen ziemlich vermiest. Teilweise ja, nach diesen Standfäden, da waren doch dann einige etwas angeschlagen an verschiedenen Ständen. Es gab wieder Strafe von der Cebit, weil die zu lange gefeiert haben. Aber wir haben Schluss, Ende aus. Und Daumen hoch. Und Tschüss. Und Zicke-Zacke.